Paragraph 31 Betäubungsmittelgesetz. Sogenannte kleine Kronzeugenregelung. Das kommt aus dem angelsächsischen Prozessrecht. Zeuge der Krone. To give evidence for the crown. Also Beweis erheben für die Krone. Also praktisch bei dem ersten Zugriff, wenn die Polizei erstmals mit einem Beschuldigten zu tun hat, indem er so auf frischer Tat ertappt wird oder anlässlich einer Durchsuchung, belehrt die Polizei dann auch in geeigneten Fällen, wo sie selbst bestimmt, was geeignet ist, über die Voraussetzungen des Paragraphen 31 Betäubungsmittelgesetz. Pauschal, indem sie sagt, Aufklärungshilfe für die Polizei und die Staatsanwaltschaft wird honoriert oder kann honoriert werden, so ist es richtig, kann honoriert werden durch Strafmilderung. Das entscheidende Problem ist dieses kann. Das Gericht kann mildern. Also der Beschuldigte weiß in dem Moment nicht, ob der Richter mildert und in welchem Umfang der Richter mildert. Nach dem Gesetz gilt das für jeden, also für den Großdealer und für den kleinen Konsumenten. Jeder kann in den Genuss des Paragraphen 31 kommen. Ja. Warum hat man sich das ausgedacht? Besonderer Kriminalitätsbereich. Ne? Ja, wir haben manchmal werden große Mengen Rauschgift gefunden. Kilo Kokain. Dann gibt es viele Tatbeteiligte erstmal, die beim ersten Zugriff dann auftauchen. Und es ist schwierig, da erstmal Licht in das Dunkel zu bringen. Und wenn man dann einen aussagewilligen Beschuldigten hat, dann hilft das natürlich bei der Aufklärung dieser Straftaten. Ja. Es ist eine wichtige Vorschrift im Betäubungsmittelrecht, die wir also tagtäglich bei unseren Fällen auch beachten und beachten müssen. Darüber wird gelehrt und führt auch die Ermittlungen voran.